Habt ihr schon mal Sushi gemacht daheim? Damit es so ausschaut wie bei uns zwar, zeigen wir euch das jetzt und zwar mit vielen regionalen Zutaten. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Heute dreht sich bei uns alles um regionale Sushi, genau genommen um die Makis. Und da werden wir uns heute bei uns in der Fliegerei einmal anschauen, was man da mit regionalen Zutaten alles machen kann. Und werden jetzt also eine kleine Hofladen-Reise machen durch den Pinzgau im Umkreis von 30 Kilometern und uns anschauen, was die Hofläden da so zum Bieten haben. Die erste Station für unsere regionalen Produkte ist die Gemüsehütte vom Stecherbauer. Da holen wir uns jetzt unser Gemüsezutat für unsere Maki heute. Eine unglaubliche Vielfalt da herinnen, also alles, was das Gemüseherz begehrt, von den Kartoffeln über den Salat, über alles, was man irgendwie brauchen kann. Und immer topfrisch, super gekühlt. Und da werden wir uns jetzt unseren Grünkohl holen. Unsere zweite Station jetzt, das Bichelgut, bei mir daheim in Maushofen. Wir nähern uns der Fliegerei, jetzt sind wir noch so ungefähr 8 Kilometer weg. Und da holen wir uns jetzt unsere Topfenbällchen und unseren Frischkäse für unsere Fülle von die Maki. Auf geht's zur nächsten Station. Waltraud, servus. Ja, hallo Markus, du bist mir eingefallen, ich brauche deine Hilfe für meine Maki. Und zwar, weil da bin ich ja nicht so regional mit dem Reis. Ja. Und jetzt haben wir gedacht, ob es vielleicht da Alternative oder was zum dazu mischen gibt. Ich hätte einen Emmerreis, ist das zweitälteste Getreide, was es gibt, gell, nach dem Einkorn. Okay. Ist ganz ursprünglich, ist eine Hartweizensorte eigentlich, kommt aus dem Waldviertel. Bio natürlich, schau, da habe ich natürlich jetzt auch immer da, dass du siehst auch. Ja. Das schaut ja cool aus. Ja, das wird dann angeschliffen, das Getreide nur, und dann kann man es so Reis verkochen. Wir haben herkömmlichen Reis verwenden für süß und für sauer und für alle möglichen Sachen und für dein Gericht natürlich auch. Ja, super. Jetzt muss ich dir aber mal grundsätzlich fragen, wie bist du jetzt eigentlich auf die Getreidegeschichte gekommen? Auch aus persönlichem Interesse, weil mir sehr wichtig ist, dass ich weiß, woher meine Lebensmittel kommen, die ich is und die wir verwenden. Und dann sind wir auf die Zentro Tauernmühle gekommen, die bauen wir in unserer Schlosserei selber. Wir bauen auch Nudelmaschinen selber für die Direktvermarkter. Wir müssen das natürlich auch alles testen, dass das gut funktioniert. Und so ist eigentlich dieser Hofladen entstanden. Wir haben dann Mehle gemalt und Nudeln produziert und das wollte ich dann auch natürlich verkaufen und der Anklang ist da sehr groß. Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch ziemlich energieaufwendig, oder? Wie macht es da? Habt ihr da irgendwelche Energie? Nein, unsere Maschinen sind da nicht so energieaufwendig, auch nicht die Mühle. Und wir haben auch eine Photovoltaikanlage, die haben wir heuer erweitert auf 60 kW. Unser Partner ist natürlich die Salzburger AG und die Firma Meser aus Saalfelden. Die haben uns da sehr gut unterstützt und das war wirklich, der Ablauf war einwandfrei. Also wir dann unseren Grundstrom selber produzieren. Wir brauchen so 90 kW. Im Jahr. Wenn was Überstrom ist, dann muss ausschließlich in die Heizung rein oder eben unser Autolader, unser E-Autolader. Aber übrigens stecke ich da gerade auf deiner Ladestation, gell? Ist das eh kein Problem? Ja, okay, für heute ist das schon okay, aber normalerweise ist das mein Parkplatz. Okay. Ciao, Waltraud! Und jetzt geht's auf zum Kochen. Thank you.
Hallo Markus, ja, grüß dich. Du auch schon da jetzt? Ja, jetzt bin ich mit der Pinsker Lokalbahn reingefahren zu dir und alles wunderbar. Ja, perfekt. Du, ich war ja unterwegs schon im Pinsker und habe sämtliche Hofläden abgeklappert. Super. Ja, und habe da schon einen Emma-Reis jetzt mitgebracht. Ja, den werden wir so ein bisschen unter den Klebereis dazu mischen, damit wir auch regionale Komponente dabei haben, weil der Klebereis ist halt nicht so regional. Genau, und vor allem eine gesunde Komponente, ja, weil der Emmer, der hat nämlich voll viele Carotinoide enthalten, die sind super für unsere Augen. Er hat B-Vitamine und Vitamin E und auch ganz viele Mineralstoffe, aber vor allem auch voll viel Eiweiß, was uns natürlich dann den Blutzucker nicht so aufjagt. Also perfekt. Also eine Vitaminbombe. So ja, genau. Ich habe gesagt, du hast auch was mitgebracht. Ja, und zwar vom Fischgeschäft meines Vertrauens, auch weniger wie 30 Kilometer, sehr gut, habe ich unseren geräucherten Stör mitgenommen. Boah, super. Spitze. Na, auf das gefällt mir. Geräucherter Stör ist super. Genau, und dann noch eine Tamari-Soße. Was ist da der Hintergrund zu der? Ja, bei der Tamari-Sauce, ja? Ja, da ist einfach so, dass da kein Weizen enthalten ist, so wie zum Beispiel bei der Sojasauce. Und das ist quasi, wenn man die Miso-Paste, das ist das nächste, was ich noch mit habe, wenn man die ausbrest, ist das der Saft, der dann da entsteht, das ist das Tamari. Ah, okay. Und das hat auch diesen Umami-Geschmack, wie die Japaner gern dazu sagen. Und die Miso-Paste ist ja total super, gell? Die ist ja fermentiert mit dem Kochi-Pilz. In dem Reis ist die Erstfermentation und dann mit der Zweitfermentation, die mehrere Wochen bis Jahre dauert, auf Basis von Soja eben, mit Salz, Wasser, sind super. Probiotische Bakterien für unseren Darm, die da entstehen, ist klasse für unser Immunsystem. Aber es kann auch den Blutdruck senken. Also es hat super tolle Wirkungen. Auch die freien Radikale fängt. Also Miso ist wirklich eine tolle Sache. Weiß ich nicht, können wir die gesehen, wo verwenden? Ist auch, halt? Die ist auch würzig ein bisschen. Gell? Genau, das heißt, ja. Wir können das nämlich dann mit unserem Grünkohl verwenden. Den werden wir ein bisschen ansortieren. Geben da auch unsere Haselnüsse dazu und die Paste. Und die Tamari, mit perfekt, der werden wir das ein bisschen anrösten. Dann habe ich es ja richtig gut mitgebracht. Und es gibt einen schönen nussigen Geschmack dann. Aber als allererstes müssen wir jetzt sowieso mal unseren Emmerreis kochen, weil der braucht einfach 20 Minuten. Das heißt, mit dem würde ich jetzt einmal starten. Perfekt. Ja? Der Klebereis kocht ja schon ein bisschen länger. Der wird dann auch bald einmal fertig sein. In der Zwischenzeit können wir jetzt unseren Grünkohl vorbereiten. Das heißt, wir nehmen die Spitzen vom Grünkohl, blanchieren die ganz wallend kochend in Salzwasser, fischen die dann raus, geben das in Eiswasser, dass der ganz eiskalt abgeschreckt wird, damit das Grün schon erhalten bleibt. Werden die dann in einer Pfanne anschwitzen und zwar dann mit unserer Tamari ein bisschen Miso-Paste dazugeben, damit das dann ganz sämig diesen Grünkohl umschließt, dass das eine richtig schöne Würzung kriegt und geben dann noch dazu unsere Haselnüsse, die wir uns ein bisschen anklopfen, damit es die ein bisschen zerkleinert und es gibt dann noch diesen nussigen Beigeschmack, damit wir es dann verwenden können. Perfekt, weil die Haselnüsse, die haben ja auch voll viel klasse Fettsäuren, sind super für unseren Körper, so zum Kräftigen, aber auch für unseren Geist, also für die Konzentration. Sie haben ja Biotin, das gehört zu den B-Vitaminen, ist super fürs Haarwachstum, aber auch Niacin ist super für Muskeln, Nerven und Haut, aber auch Ballaststoffe, also auch super Darmfutter. Also perfekt, wenn wir die auch noch mit einverarbeiten. Ja, und geschmacklich sind die natürlich auch super, glaube ich, die geben uns einen schönen nussigen Geschmack. Und da habe ich jetzt aber auch noch einen Trick für dich, weil wir wollen nämlich die nicht zu klein machen, sondern tun die nur ein bisschen zerklopfen und dann bleiben natürlich noch ein bisschen eine größeren Stücke und geben die in so einen Sackerl rein. Perfekt. Klopfen die ein bisschen klein, damit die noch vorhanden sind und nicht zu breiig werden. Und nichts hüpft davon. So, Bettina, schau her. Jetzt haben wir da unseren Reis, der hat jetzt im Reiskocher mehr gequollen als gekocht eigentlich. Gell? Der kocht er nur am Anfang. Und jetzt tun wir den mit der Reisessigmarinade. Das ist eben eine Mischung aus Reisessig, Mirin, ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz. Gell? Dass das, diese Geschichte, dass das eine schöne Marinade gibt dann. Und dann gehen wir das jetzt ein bisschen drüber und halten den jetzt gleich ein bisschen in Bewegung. Dass er ein bisschen auskühlt, oder? Genau, dass der jetzt, und ganz wichtig, nie drücken. Darum gibt es diese Reisspachtel. Gell? Und man sieht dann, dass das anfängt, so ein bisschen zu kleistern. Ja, ja, dann und hat er das ja gar einen Haufen Kohlenhydrate quasi mit dieser Stärke, die enthalten ist. Genau. Du, aber eigentlich, den lässt man dann so richtig ganz kalt werden, oder? Weil dann bildet sich die klasse resistente Stärke, wo ich dann ein bisschen Darmfutter habe vielleicht für meine Darmbakterien über diese resistente Stärke. Wie sagst du das? Grundsätzlich kannst du ihn auskühlen lassen. Ich sage nur,
ein Maki essen, das was eiskalt ist. Also ich möchte es nicht. Dann nehme ich lieber die etwas ungesündere Variante und lasse den so auskühlen, dass der aber dann beim Verarbeiten noch zumindest handwarm ist. Gell? Weil okay. Eiskalter Reis schmeckt einfach nicht. Ist ganz klar. Ja, und darum mache ich das eigentlich gern, dass dann die Maki-Rollen von mir eigentlich immer ein bisschen lausern. Weil das ein bisschen mehr Geschmack dann ergibt. Und dann kommt auch dieser Reisgeschmack. Also der Reis, man soll den Reis schmecken. Mhm, mh. Und wenn der Kühlschrank kalt ist, also wirklich eiskalt, dann schmeckt das einfach nicht. Schmeckt nicht. Aber dann ist halt mit dem Sushi doch nicht ganz so, dass das dieses gesunde, leichte Gericht ist, sondern es ist mit dem Zucker und dem Essig und dem klebrigen Reis eigentlich eine gute Kalorienbombe. Aber ich habe eine Ausrede. Wir haben ja Grünkohl. Gell? Sehr gut. Und wir haben einen guten Fisch. Gell? Wir haben ja alles da. Also es genau. Ist von dem her ist es haben ja wir dann gute doch wieder. Komponenten dabei. Und da siehst du jetzt so ein bisschen diese Schlieren, gell? Von der Stärke. Mhm. Gell? Das sieht man richtig gut. Man merkt jetzt, das wird jetzt ein bisschen cremiger. Und jetzt ist er ja schon relativ kühl. Er ist nicht mehr heiß, sondern er verliert schon Temperatur. Und es ist aber trotzdem immer noch so, dass jedes Korn ein Korn ist. Mhm. Gell, für sich. Und das ist so wichtig. Und gell, darum rührst du auch die erkennt. Ganze Zeit. Genau, darum du ja immer wirklich nur eigentlich mehr heben und so leicht durchrechen, mhm. Ja, damit das ja nicht ergatscht wird. Also das ist okay. Ganz wichtig. Mhm. Und wenn man dann merkt, der ist jetzt relativ oder kühl genug, ja, dann sieht man, dann fängt er an, so ein bisschen. Das geht so wie so ganz leicht sinken. Das schaut fast ein bisschen aus wie so ein Kuchen. Ja? Ja, und dann ist das eigentlich für mich, für meine Makis, so wie ich sie mache, perfekt. Ja? Und als letzte Komponente brauchen wir jetzt noch unsere Frischkäsefülle. Da haben wir jetzt einmal einen Bio-Frischkäse, einen neutralen, einmal eine Topfenbällchen, geben dann die helle Miso-Paste dazu und die werden wir jetzt mit der Gabel in einer Schüssel zerdrücken. Dass das richtig eine schöne cremige Konsistenz kriegt. Vermischen das ordentlich, damit das sich schön verbindet und können das dann direkt verwenden und das in die Maki-Rollen hineindressieren. Unsere Einlagen haben wir jetzt fertig. Wir haben unseren Frischkäse, wir haben unseren Grünkohl. Jetzt müssen wir nur noch unsere Emma-Reiskörner unter den Reis mischen. Und dann ist der eigentlich auch bereit. Schaut richtig schön aus eigentlich auch mit den zwei Farben. Super. Ja. Und man darf halt nicht zu viel verwenden, weil sonst natürlich der Klebereis zu wenig wird und die Rolle soll uns ja auch noch halten. Aber man kann schon ordentlich was reingeben, dass man es auch schmeckt dann. Ja. Du und Markus, sag einmal, wie macht ihr das in der Fliegerei, in der Küche? Hast du da irgendeinen Energiesporttipp? Grundsätzlich kann ich jetzt sagen, weniger kochen. Ideal. Das war mein Energiesport. Aber eigentlich ist das Wichtigste in einer Gastroküche, dass man sagt, man hat einfach moderne Geräte, man ist am neuesten Stand. Energieeffizienz ist natürlich immer ein Thema und vor allem auch Induktion. Mhm. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Parameter zum Energiesparen. Jetzt schneiden wir uns noch geschwind den Stör. Das ist unsere letzte Komponente, die wir brauchen und dann geht's los. Für die Maki-Rollen, die ich immer mache, das sind Inside-Out, das heißt der Reis ist außen, ja, brauchen wir natürlich unsere Holzmatte. Und da starten wir immer mit einem Algenblatt, dann den Reis draufgeben, dann dreht man das um. Dann belegen wir das an der Vorderseite mit unseren Inlays, das heißt unseren Frischkäse, unseren Grünkohl, unseren Fisch. In dem Fall für vegetarisch lassen wir den Fisch natürlich weg und rollen das dann ein. Dann ist das einmal die Grundrolle und dann nimmt man die Matte nochmal und presst das nochmal an und dann kann man die eigentlich schon schneiden und dekorieren und anrichten. Du Markus, und die vegetarische, die muss ich mir jetzt selber machen, oder wie? Ja, eigentlich passt das jetzt ja gerade gut, weil jetzt hast du mir zweimal zugeschaut, lass einfach den Fisch weg, dann kannst du es gleich selber probieren. Ja, perfekt. Ja, los geht's. So. Lass ich dich gleich her. Ei. Ob das was wert? Du, gell? Ich gebe mein schön Bestes. Die Finger ein bisschen nass machen, damit es dann immer alles leichter ist. Ah ja, weil das klebt so, gell? Ja. Mhm. Für das brauchst du immer das Wasser dabei. Na gut, dass ich die da habe. Sechs. Sonst geht das wieder gar nicht. Und ist das jetzt schon zu dick oder was? Ja, das wird immer schauen, so reisbreit. Also kornbreit reicht normalerweise. So 2-3 mm, wie der Reis auch ist. Weißt, bei mir geht es nämlich immer so, ich tue immer zu viel rein. Ob jetzt beim Sushi rollen oder bei den Wraps, fällt mir immer alles daneben aus, weil es aber zu viel ist. Ja, das tut man gerne. Also der Reis soll ja wirklich nur das Inlay umschließen und soll ja nur quasi der Mantel sein, gar nicht die Hauptkomponente.
Du, und was sagst? Schaut schon nicht so schlecht aus. Soll ich es jetzt genau probieren? Jetzt mit drehst du es um. Mit Schwung drehen. Schwupp. Genau. Ein bisschen flach drücken. Genau, und jetzt fängst du im vorderen Drittel an, das Inlay aufbringen. Also zuerst den Käse. Mhm. Ja, es wird sicher nicht perfekt, aber Hauptsache es schmeckt, ja, oder? Das erste Mal geht das ja schon. Genau, dann ein bisschen an Grünkohl. Ein paar gute Nüsse. Nicht vergessen. So, und jetzt schnappst du quasi das und hältst das mit den zwei Fingern, genau, und jetzt einmal drüber schlagen. Genau, dann einmal festdrücken, ganz wichtig. Oh ja, ja, schaut aber gar nicht so schlecht aus. Schwupps. So, und ein bisschen Deko brauchen wir natürlich auch noch. Frittierten Grünkohl, passt super drauf. Und jetzt probieren wir das Ganze. Unbedingt. Deine vegetarische? Ja, die ein bisschen unförmigere. Seiten. Das ist meine. Die sind richtig gut geworden. Also der crunchy Kohl obendrauf, voll gut. Und das mit fast nur regionalen Sachen. Ja. Wenn euch das gefallen hat, was wir da heute gemacht haben, dann unbedingt Daumen hoch und den Kanal abonnieren.